Dir ist freigestellt zu sagen, was du möchtest. Ja, da war das. Da war das! Ja, er darf. So, liebe Zuschauer, Rocket League ist mal wieder am Start. Morten ist dabei. Moin. Und der heißgeliebte Hidan. Hallo. Also nicht von mir heißgeliebt, aber... Das sagst du jetzt. Das sage ich jetzt, ja. Wenn die Kamera läuft. Wenn die Kamera nicht läuft, sage ich andere Sachen. Ja, so ist das nämlich. Dann sage ich Penis. Och, den, ja okay, abstimmt, ne? So war das ja. Ja. Und vielleicht auch... Ich stimme ab jetzt ab, dass du immer drauf achten sollst, wo ich bin. Das ist eine gute Maßnahme. Entsprechend hast du dich zu fügen. Ja. Oder da kommt den krieg ich. Oh! Oh, fuck! Ja! Oh. Sehr gut. So wird das gemacht, liebe Zuschauer. Wir können theoretisch auch geheime Botschaften noch. Oh, ich bin gerade hochgesprungen und hab mir dabei fast die Arme an der Tischkante gebrochen. Ich dachte, du hast den Penis. Naja. Wie groß ist denn dein Tisch? Ja, er spielt im Stehen und kackt im Sitzen. Achso. Ja, ich sitz meist, also man sitzt da, ich weiß ja nicht, hä? Was ist das denn für eine... Ja, du hast gesagt, du bist hochgesprungen, hättest ja beinahe die Arme gebrochen. Ja, so im Sitzen hochgesprungen, also weißt du... Das klang nur so, als wenn der Tisch quasi so extrem hoch wäre. Ich hab quasi den Controller und die Hände so unterm Tisch. Ah, okay. Beim Zocken, also zumindest mit Controller. Ich mach mir Sorgen, was du als Controller bezeichnest, aber... Oh! Ich hab die Hände... Wirklich, der war wirklich günstig. Ja. Ja, die 80er haben angerufen. Dein Joystick. Ja. Wortwörtlich. Da gab's auch mal einen Song hier, wie heißt mal? I can take a ride on a disco stick. Kennt ihr den? Ich glaube, ja, irgendwie. Also, der Name sagt mir was, aber das Lied selber weiß ich jetzt nicht, wie das geht. Nee, ich auch nicht. Ja, und beim Quatschen fällt uns gar nicht auf, dass wir das einfach mal 2-0 grandios führen. Ja, dass ich da das war damals mit Chris auch so. Wir haben, also mit Flo's Bruder, wir haben haufenweise über Komiker und sonst was gequatscht. Ich habe einfach mal 6-0 geführt und solche Sachen. Das, glaube ich, funktioniert auch am besten. Ups. Das ist Flo's Entspruch. Ups ist meiner, ja. Ups. Ja. Scheiße. Wie konntest du den denn nicht halten? Ich weiß nicht, ich bin aus den rückwärts, vorwärts, rückwärts gefahren und dann war es vorbei. Mist. Weißt du, hätten wir fast zu null gewonnen, dann hätten die unterm Spielfeld krabbeln müssen. Das sind noch fast 4 Minuten fast zu null gewonnen. Ey, bei uns, wenn wir Kickern auf der Arbeit oder Tischtennis spielen, da 1 zu 0 verliert. Arbeiten tut ihr da aber noch, oder? Ja, ja. Zwischendurch dann. Ja. In den Pausen. Uns, ja. Wenn der Kickerball weggeflogen ist und so. Ja. Genau. Wenn der Raum als Meetingraum missbraucht wird. Ja. Ich find's schade, dass die ganze Wand da jetzt gerade belegt ist, weil sonst könnte man richtig gerne mal Mario Kart spielen auf dem Beamer da. Stimmt, ich habe da tatsächlich letztens eine Wii gesehen, ne? In dieser. Ja, das steht aber auch im Super Nintendo. Ja, genau. Also. Wusste ich gar nicht. Nee, ich hab Joker letztens da irgendwie geschrieben und meinte so, ja, wenn die Wand nicht so voll wäre, habe ich gedacht, ja, wir könnten doch einfach mal die Leinwand da wieder hinstellen. Naja, morgen erstmal Urban Terror. Ja. Da bin ich ja schon... Natürlich nach der Arbeit. Das wäre sonst... Oh. Hab ich... So. Lauf. Wir sollten mehr reden, weil sonst spielen wir wieder so beschissen, wenn wir uns konzentrieren. Achtung. Auf das Spiel. Oh, shit. Ja, und was sagt ihr so zu Siege? Ja, ich finde das ganz gut. Ja, ich auch. Sollte man sich kaufen, ist ein schönes Spiel. Wer damals SWAT 3 gespielt hat und das gemocht hat, der wird... Es gab auch noch SWAT 4. Gar nicht mal so... Ja, aber das soll kacke gewesen sein. Das habe ich auch noch nicht mal mehr gezockt, also... Das heißt schon was. Ich hab SWAT 4, glaube ich, nochmal gespielt, ja. Mir war es mal zu anstrengend. Direktpass. Ja, hab ich nicht. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Nicht. Ah, gut, dass die so schlecht sind. Ja, gut, dass wir fast genauso schlecht sind. Genauso schlecht besser. Sind. Boah, geht, ne? Jetzt seid ihr aber pessimistisch. Ein Pessimist ist ein Optimist mit viel Erfahrung. Sagt man, glaube ich, so. Ja. Das sagst du nur, um dein eigenes Versagen zu begründen. Ja, und zu dokumentieren auch. Achtung! Ja, so. Sauber gerettet. Ah, scheiße. Oh. Der kommt gut!
Der kommt geil. Aber war nur keiner in der Nähe. Nee. Ja, die können das nicht, das Spiel, glaube ich. Gott sei Dank. Wir wirken aber auch nicht professioneller. Nee. Doch. Stimmt. Aber es ist, glaube ich, ist es Silber oder Bronze? Ich glaube, es ist Silber sogar. Ich bin Bronze. Nein, was machst du denn da? Ah! Also ich habe jetzt nicht gesehen, wer von euch den Ball reingeschossen hat. Du Pimmelhonk, ey. Guck dir das mal an, ich wollte ihn klären. Das war ganz eindeutig. Ja, das war eindeutig du. Ja. Ihr beide waren es. Pimmelkopf, ey. Ein Spiel ohne Beleidigung ist kein richtiges Spiel. Ja, im Robot ist das ja nicht wirklich beleidigen. Ach so, das ist... Umgangssprache. Quasi. Das Slang. Ist Dialekt. Ja. Digga, Florian, du Arschpimmel, wie geht's dir? Ja. Läuft bei dir. Läuft. Du Odensack. Ja. Fick dich mal bitte. Ja, was denn? Ich hab bitte gesagt. Kannst du dich mal am Arsch lecken, bitte? Ich verdanke mir solche Aussagen. Die ganze Zeit spielen die wie bekloppt, ne? Ja. Und jetzt auf einmal holen die den Skill irgendwie aus. Die spielen die ganze Zeit so. Ja. Oh, der kommt gut, also der kommt Tasche. Gut! Nee, da kommt gar nichts. Nee, das höre ich öfter. Ja, hat er. Also. Du hast aber auch flache Witze, ne? Die sind so. Ey, wenn ich mich nach jedem von den Bücken müsste, ey, ich mit so Rückenschmerzen kriegen, ey. Hättest du schon ein neues Hüftgelenk. Ja. Echt, ey. Boah, auf der Arbeit, wir sind mit. Weißt du, wir sind so. Wir gehen essen und eine Frau ist dabei und er macht einfach so die 60er-Dinger, weißt du, so eine antifeministische... Ah, das war doch gar nicht so schlimm. Das war schon, ja? Das war, ja, das war schon asozial. Da muss ich mich vielleicht mal entschuldigen bei... Was hast du denn gesagt? Das nicht. Er meinte, sie meinte nur, wenn sie irgendwann zu asozial wird, dann geht sie einfach. Nein, zu arschlochig, so war das, genau. Ich hab. Oh! Ich hab doch gebremst! Fetten Van, bist du an. Was hab ich denn überhaupt gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ach so, ja, wegen hier Gleichberechtigung und das ja, Männer, ja. Du meintest, manche Frauen oder viele Frauen, wenn man einen Satz schon so anfängt, ne? Da kannst du nur beschissen werden. Das kann nur sein. Das ja, die meisten Frauen. Oh! Nicht alle! Ja, ja. Aber die meisten. Nee, das ging, glaube ich, darum, um dass viele Menschen nicht verstehen. Ich sag's ja diesmal politisch korrekt, dass es politisch. Auch andere Menschen gibt, die gerne abends mal spielen. Hab ich. Och Mann, du Pödelkopf, ey. Was ist denn Pödelkopf? Ich hab keine Ahnung, ich wollte irgendwas mischen. Ganz kreativ heute. Ja, das war so ein Mischung. Oh schade. Mann. Ja, und er hat's halt mit manche oder die meisten Frauen angefangen und dann meinte ich so, Die 60 haben angerufen, sie hätten ihren ja. Sexismus gerne zurück. Ja, darum geht's noch nicht mal. So. Ja, ich weiß, aber... Da hört dir direkt die Hälfte weniger zu. Ja. Weil du wolltest ja tatsächlich... Oh, ernsthaft! Jetzt kriegst du dich schämen. Also, ich hab's vor allem von der Seite gesehen, dass so Frauen so traurig hin und her, zu gucken. Aber die Eigentore machen, ne? Der wäre so... Ja. Vor allem, du machst einen Fallrückzieher in unsere Richtung vom Tor, ja? Ja. Lass dir das mal auf der Zunge vorgehen, diesen Satz in unsere Richtung, ja. Ach, wir waren blau, ach so. Ja. Ja. Nee, ja. Ich hätte sagen müssen, es gibt Menschen, die nicht verstehen, dass andere Menschen gerne am PC spielen. Ja. Wieso bist du ins Hauptmenü geflüttet, ey?